Nervenzellen und Nervenzellverbände können sich auf eine ganz spezielle Art verbinden. Und zwar, indem sie gleichzeitig feuern. Sie zeigen dann eine synchrone Feuerungsrate. Der so geteilte Rhythmus dient als eine Art Bindungsmechanismus. Über diesen werden Nervenzellen zu funktionellen Einheiten zusammengebunden. Das heißt, Synchronisation ist ein wichtiges Funktionsprinzip im Gehirn. Doch wissen wir heute, dass verschiedene Krankheitsbilder mit zu stark ausgeprägten Synchronisationsmustern einhergehen. Das heißt, die Kopplung zwischen den Nervenzellen erweist sich als zu stabil und damit zu rigide. Je nachdem, wo im Gehirn diese Muster auftreten, kommt es zu unterschiedlichen Störungsbildern. Die Parkinson'sche Erkrankung und auch der Tinnitus sind hier besonders hervorzuheben. Aber auch zum Beispiel beim essentiellen Tremor, dem Phantomschmerz oder den Zwangsstörungen werden pathologische Synchronisationsmuster postuliert. Der Mediziner, Mathematiker und Physiker Professor Peter Tass und Kollegen haben in einem seit über 20 Jahren laufenden Entwicklungsprozess ein neuromodulatorisches Verfahren entwickelt. Und zwar ein Verfahren, das den Namen Coordinated Reset Stimulation erhielt. Diese Stimulationsmethode, sie bringt Nervenzellverbände dazu, von einem übersynchronen, einem damit überstarken Funktionsmodus zu einem desynchronisierten Zustand zu wechseln. Infolge der Stimulation wird die Netzwerkstruktur einfach dazu angeregt, sich so umzuformen, dass es die überstarke synaptische Vernetzung nachhaltig verliert. Man kann sogar sagen, dass es sie verlernt. Das Ziel dieser Stimulationsmethode ist es, somit nicht ein pathologisches Erregungsmuster einfach nur zu inhibieren. Vielmehr soll durch ein kleines Störfeuer ein ungünstiger Funktionsmodus kurzzeitig destabilisiert werden. Diese Störung, die durch sehr spezifische, zeitversetzt applizierte Reize erfolgt, sie schafft, mit den Worten von Peter Tass gesprochen, sie schafft die Voraussetzung für ein Wiederaufblühen einer weniger rigiden physiologischen Signalübertragung. Dem Grundsatz der Komplexitätsforschung folgend wird Therapie hier verstanden als ein Schaffen von Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse. Dieser Ansatz wurde bei der Parkinson'schen Erkrankung schon vor über einem Jahrzehnt zunächst an einem Affen, dann aber auch an Menschen experimentell erfolgreich zur Anwendung gebracht. Doch das Verfahren war sehr invasiv, da die Stimulation durch Elektroden erfolgte, die operativ im Gehirn verankert werden mussten. Nun haben Peter Tass und sein Team eine sanftere Anwendungsform entwickelt. Die Stimuli werden, statt im Gehirn selbst, einfach durch taktile Vibrationsreize an den Fingerspitzen appliziert. Ein Handschuh statt einer Gehirn-OP. Die Ergebnisse mehrerer Pilotstudien von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Parkinson-Erkrankung, sie zeugen von den klinischen Veränderungen der Patienten. Links im Bild vor, rechts nach taktiler Stimulationstherapie. Signifikante Veränderungen, die zum Teil schon nach extrem kurzer Zeit beobachtbar waren. Nach jetzigem Kenntnisstand besteht Anlass zur Hoffnung, dass der Ansatz des Coordinated Reset mehr ist als ein Ansatz für eine Erkrankung. Vielmehr könnte hier eine Art übergeordnetes Therapieprinzip entdeckt worden sein. Elektrische und taktile
Stimulussetzung bei Parkinson, aber auch akustische Stimuli bei Tinnitus. Sie alle zeigten ihre therapeutische Wirkung. Inwieweit der Coordinated Reset Ansatz tatsächlich ein ganz allgemeines Therapienprinzip verkörpert, das wird sich durch weitere Forschung zeigen. Wir dürfen aber sehr, sehr gespannt sein. Und so viel darf gesagt werden. Für viele Patienten könnte dieser Ansatz ein großes therapeutisches Potenzial bereithalten. Wer an einer ausführlicheren Darstellung dieser Methode interessiert ist, findet diese ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal. Ebenso findet sich hier ein Interview, das ich mit Professor Peter Tass im Januar 2024 führte.